Es gab am Anfang ein sehr skurriles Erlebnis. Das war ein Kollege auf einer Tagung, einer meiner ersten Einsätze sozusagen oder meiner ersten Termine. Der kam auf mich zu und sagte, ah, Sie sind neu in der Schweiz. Ich habe gerade mit einem Kollegen telefoniert, der ist auch aus Deutschland. Und der hat mit einer E-Mail 26 Schweizer so verkrault, dass sie nie wieder mit ihm sprechen werden. Schönen Tag noch und guten Start in der Schweiz. Ziemlich am Anfang, als ich meine E-Mails immer so durchgegangen bin, ist mir aufgefallen, dass ich recht viele Einladungen hatte zu einem Apero, zu verschiedenen Abschieds-Apero oder Apero zu bestimmten Veranstaltungen. Und ich hatte eigentlich keine Ahnung, was das ist. Auf der anderen Seite sind mir auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen super offen und freundlich gegenüber gewesen, sind auf mich eingegangen und dann gab es ja noch das Welcome Center. Das Welcome Center begrüßt Mitarbeitende, die neu aus dem Ausland zuziehen und hilft ihnen beim Start in der Schweiz. Bei meinem ersten Apero wurde mir dann die Verantwortliche vom Welcome Center vorgestellt, Jolanda Kielinger, und dann dann habe ich gleich die Gelegenheit eigentlich genutzt, sie noch mal zu fragen, was ein Apero eigentlich ist, warum das so oft stattfindet. Und dann konnte ich gleich persönlich davon profitieren, dass sie mir dazu ein bisschen was erklärt. Also ich bin ja jetzt im direkten Nachbarland zur Schweiz geboren und aufgewachsen. Es ist doch verwunderlich, wie viel große und kleine Unterschiede so es im Lebensalltag gibt. Hab dann den Umzug und die ersten Wochen hier erstmal auf eigene Faust probiert und glaube aber, im Nachhinein wären viele Dinge vielleicht mit ein bisschen Unterstützung doch einfacher gewesen. Hab mich dann erinnert, dass in meinen Vertragsunterlagen waren Flyer vom Welcome Center und und dann habe ich da einfach mal nachgefragt, ob es irgendwie Möglichkeiten gibt für mich, Schweizerdeutsch zu lernen oder ob es Kurse gibt, und dann hat mich das Welcome Center quasi vermittelt und ich habe einen Berndeutsch A11 Kurs gemacht. Was für mich ein wirklich wertvoller Tipp des Welcome Centers war, war der Hinweis auf das Halbtagsticket. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das für Schweizer oder für Deutsche oder für alle möglich ist, dieses Halbtagsticket zu kaufen, und sobald man dann dieses relativ günstige Ticket hat, geht's eigentlich. Und plötzlich habe ich auch die Stadt ganz anders erkunden können. Wenn man ganz neu auch aus einem anderen Land kommt, man weiß dann auch immer nicht so richtig, darf ich diese Frage jetzt überhaupt stellen? Ist das peinlich? Oder genau, wenn man da irgendwie auch so eine offiziellere Anlaufstelle hat, wo man weiß, die beschäftigen sich damit, ist das auf jeden Fall sehr hilfreich.